Hi Leute, ich bin der Mike N. Grüße an alle. Und ich bin Sammler seit mehr als 20 Jahren. Ich gehe auf Flohmärkte und ja, ich habe sämtliche Konsolen schon gehabt, die es gibt. Und Retro ist einfach immer noch das Beste überhaupt. Und ja, und hier hinten ist noch meine kleine Vitrine. Mit ein paar Schätzchen. Nightmare Creatures 2 im Top-Zustand. Toy Story, Advance Wars 2. Die Reihe finde ich übrigens super cool. Da habe ich alle Teile gesuchtet. Mortal Kombat für die Vita. In der UK-Version. Ich zeige es euch mal kurz. So sieht das Ganze aus. Uncut. Mit Freddy Krueger und. Ja. Scarlet und wie sie alle heißen. Und die Addons halt mit drauf. Ist viel besser als die PS3-Version. So. Ich habe mal gedacht, ich mache mal ein Neuzugänge-Video. Da ich das Sammeln liebe. Ich liebe Flohmärkte. Ich liebe überhaupt es zu sammeln. Und ja, die Pixel Fantastics, die haben mich irgendwie angesteckt mit ihrem Fieber. Schöne Grüße übrigens an alle Pixels. Ihr seid echt ein super Team. Jo. Und was ich euch jetzt heute zeigen wollte, ist mein Paket von Rebyte. Das ist gerade vor einer Stunde gekommen. Und das möchte ich mit euch öffnen und da schauen wir mal zusammen rein. Ich hol's mal eben. Ich mache jetzt keinen Schnitt. Also. Hier ist das gute Stück. Ist noch sealed. Und ich werde das jetzt mit euch zusammen öffnen. Hey, die Schere. Hey. Wie Ben der Meister sagen würde, die awesome Schere. Stellen wir es mal da drauf. So. Machen wir mal auf das gute Stück. Ja. Also bei Rebuy kann man wirklich bestellen für richtig gute Spiele für einen richtig guten Kurs. Fast besser als Flohmarkt, aber Flohmarkt ist immer noch meine große Leidenschaft. Ich habe immer sehr coole Spiele gehabt, gefunden auf dem Flohmarkt, wie zum Beispiel Mario Party 3, ein OVP fürs N64, ja. Und Fire Emblem, die GBA-Teile und Snatcher fürs Mega CD und Panzer Dragoon, Sega Saturn. Ich habe super viele geile Spiele gehabt, aber jetzt sehen wir erstmal da rein. Meine Neuzugänge für ja, Dezember. Der neue Monat fängt ja jetzt an. So, erstmal gedöns. Papier, das schmeiße ich da hin. Und da sehen wir schon die ersten Spiele. So. Ich stelle den Karton jetzt mal dahin. Und dann schauen wir mal zusammen rein. Zuerst, das hatte ich mal gehabt für die Xbox 360. Prey. In der UK Uncut Fassung. Für die Xbox 360. Ich finde, es ist ein sehr unterschätztes Spiel. Ist extrem underrated. Ist wie Doom. Ja, und ist sogar komplett mit Anleitung. Tipptopp. Ja, das war das erste Spiel. Weiter geht's. PlayStation 2, habe ich mir auch was gegönnt. Und zwar auch ein Hidden Gem. Secret Weapons over Normandy. Ist ein super Spiel, kann ich nur empfehlen. Wer auf so Spiele wie Crimson Skies steht, auf der Xbox oder Jager, was auch ziemlich geil war, der wird hier seinen Spaß haben. Und es ist auch komplett. Weiter geht's. Dann, hier haben wir GTA Vice City Stories. Ich bin zwar nicht so der große GTA-Fan, aber ja, so die Musik war schon immer cool, also der Soundtrack der GTA-Spiele. Und das ist die ungeschnittene Version. Mittlerweile ist es ja zurückgestuft worden auf 16, glaube ich. Uncut in Deutschland. Und das hier ist auch komplett. Und
Ich guck mal, ob es mit Plan ist. Der Plan ist auch dabei. Super. Für 1 Euro. Rebuy. Dann auch eine coole Serie. Und zwar Smuggler's Run für die PS2. Da gibt es zwei Teile, wenn ich mich nicht irre. Und den ersten Teil habe ich noch nie gezockt. Und das hole ich jetzt mal nach. Da fehlt leider die Anleitung. Und die Hülle ist ja ziemlich verranzt. Die müsste man mal austauschen. Mal gucken. Die CD ist in Ordnung. Ist übrigens eine CD, keine DVD-ROM. Dann zu einem nächsten Super-Titel. Leute, Dante, DMC, Devil May Cry. Dante's Inferno, die Special Edition, gab es auch für 1 Euro. Komplett, das ganze Spiel komplett. Und Top-Zustand oder nicht? Da ist gar nichts drauf, seht das mal, Leute. Wie neu. Super. Dann hier ein bisschen Gedöns. Gutscheine für Rebuy. Jo. Auch noch ein paar andere komische HelloFresh. Ja, ist irgendwo im Geschäft. Keine Ahnung. Dann kommen wir zu Xbox One. Da habe ich mir bestellt Black Ops 3. Ich bin ja ein riesengroßer Call of Duty Fan und die Treyarch machen die coolsten CODs. Nicht Infinity Ward, Treyarch. Die zeigen wenigstens richtig Gewalt, wie der Krieg richtig abgeht und so. Und World at War war mein Lieblings-COD. Bestes COD ever. Ja, die Meinungen sind zwar immer verschieden, aber die anderen zocken lieber Modern Warfare, die Spiele von wie heißt denn so? Infinity Ward, ja genau. Und ja, jeder was er halt gerne zockt, ne? Und die letzten zwei. Assassin's Creed, der erste Teil, habe ich mir mal gekauft, weil ich ihn noch nicht gezockt habe. Oder besser gesagt, ich habe ihn mal angezockt, aber nur 10 Minuten oder so. Bei der PS3. Ich wollte aber die Xbox 360-Fassung, weil die hat eine bessere Grafik. Und zudem hat es Erfolge und ich bin so ein kleiner Achievement Hunter, also Trophy-Jäger. Ja, es kommt auch komplett. Und in der UK-Version. Warum nicht? Und Doom, das USC Pack für die One. Mit dabei ein Handbuch, ein Aufnäher, ein Poster und ein Code, der wahrscheinlich eingelöst wurde. Schauen wir mal rein, oder Jungs? Und Mädels. Ja, Handbuch ist drin. So sieht das aus. Und das ist, denke ich mal, das Poster. Und die Pappschachtel ist leer. Seht ihr? Machen wir mal weg. Und Doom selbst. Uncut. Ich finde das Spiel super geil. Ich habe die Demo gesuchtet. Hey, cool, das sind die Aufnäher. Sieht doch geil aus. Ja. Und da ist auch noch einer. Und die CD selbst und nochmal mit Anleitung Gedöns und so weiter und so fort. Wunderbar, das waren meine Neuzugänge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und zu guter Letzt, ich grüße alle Pixel Fantastics, ja. Ihr seid alle super cool. Ihr habt mich inspiriert, YouTube-Videos zu machen. Und viele liebe Grüße an Ree und Stroh, Manni und Marcel. Macht's gut. Ciao, ciao. Stay safe.